Jesus Christus wird alle wiedergeborenen Christen, das ist die Braut Christi, retten vor dem kommenden Weltgericht. Er wird die Braut Christi retten durch Entrückung. Das heißt, er wird sie zu sich in die Luft entrücken. Es wird ein Treffen in der Luft geben und wird dann zusammen mit seiner Braut in das Vaterhaus gehen. Danach wird eine siebenjährige Gerichtszeit, die Drangsalszeit, beginnen über diese Welt. Und am Ende dieser sieben Jahre Drangsalszeit wird Christus selbst persönlich, leibhaftig auf die Erde kommen. Dieses Ereignis wird auch Erscheinung bzw. Ankunft Christi genannt. Wie wird das sein? Jesus Christus wird dann in großer Macht und Herrlichkeit sichtbar für alle Menschen wiederkommen auf die Erde mit den Engeln und mit allen Gläubigen. Es wird dabei große kosmologische Veränderungen geben und auch topografische Veränderungen, wenn er nach Jerusalem auf den Ölberg kommen wird, der sich dann spalten wird. Er wird dann 75 Tage später, nach seiner Ankunft, wird er das tausendjährige Reich aufrichten offiziell. Und in diesen 75 Tagen wird Christus einiges tun. Erstens, er wird zunächst die Feinde Gottes vernichten und den gläubigen jüdischen Überrest zu sich sammeln. Er wird den Antichrist und den Superdiktator, das erste Tier, und das erste und das zweite Tier wird er vernichten und in den Feuersee werfen. Er wird den Teufel und seine Dämonen in den Abgrund, in den Abyss werfen und für 1000 Jahre binden. Und er wird die befeindeten Nationen, die den gläubigen Überrest belagerten und bedrängten in Jerusalem, diese wird er auch vernichten und den gläubigen jüdischen Überrest zu sich sammeln. Und er wird auch beginnen, die 10 zerstreuten Stämme Israels zu sammeln. Das zweite große, was er tun wird, ist das Gericht der Lebendigen. Das heißt, alle Menschen, die die Drangsalszeit überlebten, alle Menschen und Völker, wird er richten in Bezug darauf, wer in das tausendjährige Reich eingehen wird und wer nicht. Eingehen werden alle Menschen, die das Evangelium des Reiches, das in der Drangsalszeit verkündigt werden wird, angenommen haben, die das Malzeichen des Antichrist nicht angenommen haben und die loyal waren zu den gläubigen jüdischen Überrest. Diese werden eingehen in das tausendjährige Reich, alle anderen nicht. Das ist das Gericht der Lebendigen. Und das dritte große, was er tun wird, sind alle Vorbereitungen für das tausendjährige Reich. Das heißt, es wird einen neuen Tempel geben müssen, den vierten Tempel. Es wird eine neue Erde geben müssen mit paradiesischen Verhältnissen. Also verschiedene Vorbereitungen für das tausendjährige Reich. Das ist das dritte große, was Jesus Christus tun wird, bis er dann 75 Tage später nach seiner Ankunft auf dieser Erde das tausendjährige Reich als der Friedensfürst, als der König der Könige aufrichten wird.